Servus Burschen, wir sind wieder back. Heute Folge Nummer 5, glaube ich, Dachs, gell? Sagen wir mal 5. Jawohl, es geht weiter. 5. Es geht weiter beim LV Maxi. Wir haben letztes Mal schon den Motor eingebaut. Das Maxi ist halbwegs fertig, Dachs, glaube ich, gell? Was fällt da? Zündung ist eingestellt. Dank, glaube ich, gehört noch vielleicht in Trost. Dank oder? Gehört noch ein bisschen in Trost, ja, Kupplung gehört noch rein, aber die ist leider immer noch nicht da. Und heute wird es darum gehen, wie starten wir das 130 km/h Gerät, Dachs Factory, und wie werden wir das machen am besten? Ja, heute Spezialauftrag für die LV Maxi an Custom Configuration Bull Start. Das heißt, wir bauen den Starter so zusammen, wie wir den Ribbons haben wir auf der LV. Ich habe da schon gesehen, er möchte halt auf jeden Fall einen Lederpatcher mal haben mit LV-Muster. Jawohl. Gelbes Top, gelb auch ein Sommer. Ja. Und Deckel. Chrome? Deckel. Ich glaube Chrome, ja. Ich glaube, den lassen wir da ein bisschen so wie er. Genau. Ja, und zwar, ihr kennt es, glaube ich, Dax auf deiner Homepage, gell? www.daxfactory.com. Kann sich eigentlich jeder seinen Pull-Starter zusammenstellen, so wie er ihn gern haben möchte, gell? Genau. Es gibt, glaube ich, die Standardversionen, gell, was du so vorschlagst. Ja, Standardversionen gibt es. Gibt es ja in alle Formen. Und dann kann man auch sich selber auswählen, wenn man ja Spezialform vorab haben will für unten für den Deckel, für oben fürs Top, für den AS selber. Ein Ring dazwischen auch, andere Farbe oder Pickerl, irgendwie Farbkombinationen. Könnt ihr so richten, wie es für euch ein Maxi braucht. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Genau, passt. Und wir sind eben deshalb heute wieder da in der Dachs Factory. Und ich würde sagen, wir starten Dachs, oder? Ja, yeah, wir legen los. Let's go! So, Dachs, das wird ernst. Du hast alles vorbereitet, gell? Da liegt alles, was ich zum Auswählen habe, einmal vorerst, gell? Ja. Also wir haben ja ein bisschen ausdünnt, oder? Weil du weißt, was wir circa haben will. Was wir circa haben wollen, jetzt steht nicht mehr die paar Endsachen da. Ja. Werden wir auch schauen, wie das zusammenpasst alles. Und zwar, wir fangen einmal an. Deckel, Chrom oder Schwarz, gell? Ich meine, das ist da. Muss man halt immer auch in Kombination rechnen, gell? Oh, A6, aber. Das ist jetzt wirklich mehr, noch mehr 6, ja. Was man das so vorstellt, ne? Das schaut brutal aus eigentlich. Schon richtig brutal. Ich glaube, das nehmen wir, ha? Sagst du, das ist? Das ist. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen R-Intake. Also, das sind die normalen, glaube ich, Dachs, gell? Das sind die normalen, ne? Ich stehe aber voll auf den R-Intake, was du da immer baust. Schaut einfach schon mal. Obwohl es nicht schneller ist, aber es schaut schneller aus, oder? Ja, es kühlt die. Es kühlt die Zündung, gell? Deshalb werden wir einfach wieder den R-Intake nehmen, weil das sportlich ausschaut, sag ich mal. Was ich bin gerade zu blöd, aber du wurscht. Und bei dir Aufkleber, weiß ich nicht, also, so eine Athleten-Edition war schon auch immer geil, he? Aber der passt da diesmal nicht so richtig. Die LV passt das nicht, gell? Nein, ist zu bunt. Was hältst du von dem? Leder? Ja, Lederpatch ist extrem arg. Dachs, habe ich eine Idee, du machst dir das selber, oder? Ja. Warte, das melde ich, dass wir da einen Patch eigentlich designen. Da? Mach mal. Ich habe eine Idee. Ich glaube, das zeigen wir die Leute dann, wenn es im Laserbrenner drinnen ist, oder? Ja, machen wir. Probieren wir aus. Okay. Designen wir mal und dann schauen wir weiter. Perfekt. So, wir sind im Maschinenraum angekommen, Dachs, oder? Wir sind im Maschinenraum. Das ist dein Laser. Laser. Was machst du mit dem eigentlich alles für den Dachs Factory Shop jetzt ausschließlich zum Beispiel? Alles. Also die Badges zum Beispiel lasern, ne? Badges lasern, Beschriftungen. Okay, sehr stark. Und du hast jetzt das Sauleder eingelegt. Was ist für Leder? Weiß man das oder ist das einfach ein künstliches Leder? Nein, es ist ein Kunstleder. Kunstleder. Ja, passt auch, gell? Wir haben den Louis Vuitton Dachs Factory Badge in der Zwischenzeit designt und was da rauskommt dabei, das seht ihr nachher gleich da hautnah. Oder? Auf alle Fälle. Können wir das da irgendwie so filmen, dass die das im Zeitraffer sehen nachher? Ja, sicher. Jetzt wird da gleich ein bisschen drin. Grün. Einrichten,
und wir starten den Motoren. Schicht eine. Fein. Fein, fein, fein. Perfekter. Perfekter. Der Dax hat einen zweiten Versuch probiert, invertiert. Dax, was sagst du? Fetzen geil. Ich glaube, was das Schwarz ist geiler geworden. Ich muss jetzt auf dem Anreiz aufhalten. Richtig cool, ja. Bin schon gespannt. So, Burschen, und da ist jetzt die Frage. Was am Anreißer selber drauf besser ausschaut, gell, Dax? Das ist mit Schwarz? Ja, mit taugt schon mit Schwarz aus. Ja, mit Schwarz schaut das geil aus. Okay, wir machen Schwarz. Aber. Ja, machen wir Schwarz. Was? Jawohl, Dax. Ready, oder? Ready. Ready for takeoff. Bin gespannt, das heißt, jetzt müssen wir auch dazu Louis Vuitton Maxi. Wir müssen den drauf machen, oder? Perfekt, Alter. Bis deppert. So, und wir sind back bei mir in der Werkstatt. Louis Vuitton Maxi steht da. Für alle, was die letzten Videos nicht gesehen haben, wie wir das Louis Vuitton Maxi wieder aktiviert. Haben eine Übersetzung aufgemacht, damit wir eventuell die 130 km/h schaffen. Haben wir Chromlampen vorne drauf, haben die Scheinbremsen aufgebaut. Was extrem geil geworden ist, haben vom Zeug Maxifactory einen Motor drinnen, 24er Polini-Vergaser und haben letztes Mal den FMF-Auspuff angepasst. Besser gesagt der Dax Factory. Dax, du hast es gerade gesagt, was sagst du zu dem Moped? Ich glaube, das ist die geilste Maxi, was wir jemals gebaut haben. Ich glaube auch, gell? Mir kommt das schon so vor, Alter. Das war das erste und das letzte eigentlich nachher. Das letzte wird es nicht sein, aber es war das letzte offizielle Projekt auf YouTube eigentlich. Mhm. Alpha und Omega, zurück zum Anfang. Genau, back to the future. Sehr stark. Und jetzt kommt dieses Schmuckstück auf, was wir der Dax Factory da vorher bei ihm in der Fabrik zusammengebaut haben. Und jetzt laden wir euch ein zu einem How to Install Dax Factory Full Starter, oder? Ja. Jawohl, wir starten. So, heute der Chef persönlich, How to Install Dax Factory Pull Starter, oder? Ja, ich zeige euch heute einmal, wie man das ordnungsgemäß, also ordnungsgemäß, aus Erfahrung, einen Seilzug Starter montiert. Ja. Dass der dann halt, was gescheit funktioniert. Ja. Vor allem auch, wie einfach das eigentlich geht, gell? Wie einfach das geht, ja. Wir sind ja drauf gekommen, wir haben noch nie so ein Video draht eigentlich, gell? Wie man den, also ein reines Video, wo sich die Leute anschauen können, wie der Pull Starter eigentlich zum Montieren ist, gell? Genau, das zeige ich euch. Wie wir den montieren. Ja. Es ist ja prinzipiell ja nichts dabei. Es geht ja darum, um die, die was kein Home können sie gar nichts vorstellen darunter, gell? Ja, genau für die ist das Video. Ja. Zeigen wir kurz her, wie wir das machen. Genau, perfekt. Also was ist Schritt 1 Tags eigentlich? Schritt 1? Wir haben da jetzt die Bosch-Zündung, die originale, muss man aber sagen, gibt es für jede Zündung, oder? Gibt es für alle Zündungen, das heißt BVL, MVD, Kokosan, HPI, HPI 2. Alles, was das Maxi-Herz begehrt, ja. Gibt es einen Anreißer für die Zündung dazu. Genau, und du hast mir jetzt da eigentlich für die Bosch-Zündung gemacht. Für die Bosch, okay. Ja. Dann noch als Antriebsritzel, ja. Von Bosch. Ja.
Die meisten werden eher Buschzündung haben, schätze ich mal. Ne? Originalzündung, genau. Ja. Das Wichtigste, Schraubenkleber. Ja. Die Maxi vibriert, das heißt, dass das Quint oder gesichert mit einem Schraubenkleber. Ja. Das heißt, da ist auf der Bosch, auf dem Bullrad ist eigentlich schon ein Quint drauf. Ist ein Quint drauf. Dann ziehen wir an. Ja. Wie macht man das am einfachsten? Das ist ein Haltewerkzeug. Entweder Haltewerkzeug oder es könnt natürlich auch einen Kolbenstopper vorne rein tun. Ja. Wir machen das halt mit dem Haltewerkzeug. Einfach an. Und dass das gescheit fixiert ist. Und dann kann man da bei den ja, die Verzahnungen rein. Die Verzahnungen einfahren mit Schraubenzieher. Und das gescheit befestigen. Das gescheit hat sich. Jawohl. Okay. Wichtig, schaut, dass das ganz drinnen ist. Ja. Dass da kein Spalt ist. Sauber oben. Dann passt das schon mal. Perfekt. Okay, das heißt, das war Schritt 1 einmal. Was ist Schritt 2, Dax? Schritt 2? Ja. Ist dann Anreißer auf. Das ist wieder ein 2-Punkte-Plan. He? Ja. Anreißer auf. Schaut, dass die Quinter sauber sind. Ja. Dann sitzt es mal oben beim Loch. Dass ihr genau drüber seid, dann gibt es einen neuen kleinen Klackser auf. Dass er oben sitzt, der ist aber eigentlich kleiner gefertigt, dass der sauber und fest oben sitzt. Ja. Und dann eigentlich nur mit den Murdern. Dann rechts oben und links oben. Bullradschrauben, die würde ich empfehlen. Ja. Mit Imbus, die Originalen sind gereizt, aber mit Imbus geht es schöner anziehen. Ja. Das heißt, da hat einen kleinen Sprengring unter die Scheiben, alles integriert, der fliegt euch nicht davor, das rollt. Super, perfekt. Und so einfach ist die ganze Installation von den Dax Factory Anreißer eigentlich, gell? Gescheit an, mit Gefühl aufpassen, das sind nur kleine Schrauben und dann starten. Zum Starten, immer wenn es ausstartet, langsam einmal anziehen, bis die Verzahnung eingreift und dann könnt ihr es anreißen. Mhm. Wir können leider noch nicht starten, weil uns noch ein paar Teile fallen. Das war halt ein wenig eine Überbrückungsfolge, Dax, gell? Ja, wir haben da keinen Sprit drin. Ja. Aber wir sind auf jeden Fall startklar. Verkupplung haben wir auch noch nicht, aber die sollte der Tisch schon weggeschickt, dass ich so gehört habe vom Ewald. Und ja, aber das ist richtig geil geworden, hä? Ärger geht's gar nicht. Die passt perfekt dazu, der Anreißer, Alter. Leg mich am Arsch. Ja? Okay, Dax. Ich trau mal die Kamera. Ja, Burschen, das war's für heute. Louis Damaxi, fast startklar. Wir warten noch mal auf ein paar kleine Kleinigkeiten. Der erste Test wird heuer noch kommen. Und ja, es heißt aber nicht, dass wir das auch gleich sofort schaffen werden, Dax, gell? Alle fragen, warum wir so eine Zündung aufhält und nicht die gleiche Innenrotorzündung. Das heißt nicht, dass wir gleich 130 fahren werden. Wir werden sie dazu betasten zu den Ganzen. Vielleicht werden wir auch irgendwann noch viel mehr fahren als 130. Aber das war heute mal die Installation vom Dax Factory Anreißer, was wir so noch nie gemacht haben. Eigentlich eine extra Folge drüber, gell? Und Dax, was wünschst du für die nächsten Folgen? Ich wünsche mir für die nächsten Folgen spannende Probefahrten. Genau, das wird auch kommen. Nächste Woche werden wir nächstes Mal werden wir es fertig zusammenbauen. Wir werden es einmal den ersten Test machen, dann wird noch ein Folgen kommen mit der Abstimmung und dann wird der erste 130 km/h Versuch sein, Dax. Auf jeden Fall nächste Woche, Freitag, 17. Dax. 17. Ihr seht es schon da hinten, die Kulissen. Sie ist noch nicht ganz fertig für das Event, was wir da geplant haben. Am Freitag, 17. Dezember um 20 Uhr ist wieder unsere heiß begehrte Weihnachtsshow. Alle, was letztes Jahr dabei waren, wissen, glaube ich, dass sie das heuer wieder nicht entgehen lassen sollen. Und wir haben wieder einige Events, gell? Und hochkarätige Gäste auch. Premiere.
Genau. Heuer legen wir noch einiges drauf. Genau. Wir haben wieder Würstelweltessen, wir haben ein Engel-Bengel-Spiel, wir haben Gäste per Videocall in Philipp Eng, glaube ich, wenn alles gut geht. Wir haben so auch ein paar Gäste da, der Alltag wird uns wieder servieren, die Getränke. Also schaltet ein, nächsten Freitag, 17. Dezember um 20 Uhr live auf meinem YouTube-Kanal. Wir sehen uns aber davor eh noch einmal, kann ich schon versprechen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bleibt's drauf. Für dich.